Igitt, wie sieht die denn aus? Angelina Heger zeigt sich im Berlin Dungeon von ihrer richtig gruseligen Seite. Zerzaust, blutverschmiert und dann diese Zähne. Ein wirklich ungewöhnlicher Anblick. Krass. Angelina hat tatsächlich überhaupt kein Problem mit ihrem, etwas weniger schönen Aussehen. Ich fühle mich super. Ich bin so richtig schön hässlich. Und das macht richtig Spaß. Natürlich ist es ungewohnt, mit blauen Flecken und Nasenbluten rumzulaufen, aber das ist cool. Ja, die sonst so schicke und modebewusste 22-Jährige sieht tatsächlich ziemlich mitgenommen aus. Na, was ist denn da los? Christian war sauer, dass ich jetzt einen Freund habe und hat mich mal richtig vermöbelt. Hier, ich habe auch richtig Nasenbluten. Siehst du, ich blute immer noch. Ich weiß auch nicht, warum der so sauer war. Nein, nur ein Scherz. Natürlich ist nicht der Bachelor Christian Tews an Angelinas Zustand schuld. Das TV-Sternchen hat sich nämlich für einen kleinen Halloween-Auftritt so herrichten lassen. Und die Gruselschminke ist noch nicht alles. Sogar ein Polster am Po muss sein. Ich habe jetzt so einen richtigen J-Lo-Hintern. Und ich muss ehrlich sagen, mit dem großen Hintern ist es echt schwer, ne? Also, ich weiß nicht, wie die das machen, wenn die da Implantate im Po haben. So auf dem Stuhl zu sitzen ist schon schwierig. Aber, und in meine Hosen würde ich jetzt auch nicht mehr reinkommen. Einen dicken Arsch für einen Tag, aber nicht länger. Wow, Angelina Heger zeigt wirklich richtig großen Einsatz. Und es ist doch auch echt lustig, sie mal so ganz anders zu erleben. Mandy Capristo, die fiese Jurorin? Nächstes Jahr sitzt sie als einzige Frau in der DSDS-Jury. Doch welche Rolle übernimmt sie hier wohl? Baha, Mandys Ex-Monrose-Kollegin, weiß das ganz genau. Ich glaube, die Mandy ist gar nicht so jemand, die jetzt irgendwie den Menschen gerne was Negatives sagt. Also ich glaube, sie versucht da eher so, den Leuten eher was Positives zu geben. Ich glaube, für diese böse Rolle ist dann eher Dieter verantwortlich. Oha, der Pop-Titan wird seine Rolle als gefürchteter Kandidatenschreck dann also auch im nächsten Jahr nicht los. Und Mandy kann neben ihm umso mehr glänzen. Bye-bye Melanie Wendt. AWZ-Fans müssen in Zukunft ohne eine der beliebtesten Figuren auskommen. Anna-Katharina Fächer ist jetzt endgültig raus aus der Serie. Doch das heißt zum Glück nicht, dass sich die Fans nun endgültig von ihrem Serienliebling verabschieden müssen. Die Schauspielerin hat nämlich große Karrierepläne. Irgendwann möchte ich dann nach New York gehen und dann nochmal Schauspiel studieren für ein Jahr, sodass ich dann das alles auch auf Englisch machen kann. Ja. Wow, das riecht auch nach einer Hollywood-Karriere. Die 25-Jährige hat auch schon eine ganz besondere Traumrolle im Kopf. Klar würde ich gerne mal einen Film drehen mit krassen Kostümen. So, ne? Also eine Prinzessin dürfte schon auch mal dabei sein. Anna-Katharina als Prinzessin? Diese schöne Vorstellung dürfte auch die traurigsten AWZ-Fans trösten. Wer ist denn dieses hübsche Mädchen, das sich hier auf dem Red Carpet im Blitzlichtgewitter stellt? Es ist Mackenzie Foy, bekannt als Renesmee aus der Twilight-Saga. Ein schlichtes Kleid und die Haare im Sleek-Look gestylt. So wirkt die 13-Jährige fast schon richtig erwachsen. Und auch ihre Begleitung kann sich sehen lassen. Zusammen mit Matthew McConaughey und Jessica Chastain posiert Mackenzie für die Fotografen. Mit den beiden Topstars ist sie nämlich in Interstellar zu sehen. Nach ihrem Mega-Erfolg mit Breaking Dawn macht Mackenzie also einen weiteren Schritt auf der Karriereleiter und sieht dabei auch noch umwerfend aus.